Also ich finde es einfach mega schön. Es ist zwar auch total kalt. Ich glaube, ich muss mir meine Jacke rausholen. Und ich habe schon wieder Hunger. Ich habe heute noch nichts gefrühstückt. Frage, sind auch Deutsche, oder? Nee. Kommt ihr aus Marburg? Ja. Ja, ich auch. Ja, und dann jetzt zum See, weil der See ist ja da. Ich laufe da jetzt nicht durch den Tunnel da zu dem See. Wieso nicht? Kathi, warum soll ich das tun? Weil wir schöne Aufnahmen haben wollen. Dann nimm die GoPro mit und viel Spaß. Da kann sich manch einer eine Scheibe dran abschneiden an dieser klassischen Rollenverteilung hier. Was? Ich wollte noch was sagen. Was ist heute das Highlight? Der Valea-See, wo du drin schwimmen gehst, oder? Ja, es sind nicht die Bären. Es sind nicht die Bären. Nicht die Bären. Zu dunkel? Ein bisschen. Nee, zu hell. Also die Sonne, die scheint halt brutal. Wir sind auf dem Weg zum Valea-See und machen immer so ein paar kurze Zwischenstopps einfach, um ein paar coole Aufnahmen zu machen, um die Drohne fliegen zu lassen. Ich bin schon selbst mega gespannt, wie die Aufnahmen dann aussehen. Aber das ist so ein bisschen schon mal jetzt der Eindruck mit der GoPro, ja, was uns erwartet. Also es ist einfach beeindruckend. Es ist einfach so überwältigend und so groß mit den Bergen und dem Schnee und der Landschaft, so dass man sich irgendwie so ganz klein fühlt. Also das haben wir alles gefahren. Also da sieht man alles. Ja, der ist dahin. Und wir müssen, ich weiß nicht, ob wir da nach oben, da ist die Seilbahn, also irgendwo da müssen wir noch hin. Wir gehen noch mal kurz mal auf die andere Seite.
Also ich finde es einfach mega schön. Es ist zwar auch total kalt. Ich glaube, ich muss mir meine Jacke rausholen. Und ich habe schon wieder Hunger. Ich habe heute noch nichts gefrühstückt. Alex wird mich bestimmt gleich köpfen, wenn ich sage, ich habe Hunger. Und ich habe auch gar keine Leih mehr. Also das Einzige, was ich noch habe, sind Euro. Mal gucken, ob wir oben beim Baleersee ja, was zu essen kaufen können. Weil ich habe tatsächlich Hunger, irgendwie was Warmes. Und ich habe ja eine Challenge. Ich will ja im Baleersee schwimmen gehen. Ja, bei 5 Grad, glaube ich, sind es hier mittlerweile oben. Weiß ich es noch nicht. Aber ich habe es versprochen. Also muss ich es machen. Versprochen ist versprochen. Hi. Hi. Frage, sind auch Deutsche, oder? Nee. Kommt ihr aus Marburg? Ja. Ja, ich auch. Echt? Ja. So klasse, oder? In Marburg hätte man sie wahrscheinlich nicht getroffen, wenn wir hier auf dem Weg sind. Bist du zu Besuch hier in Rumänien, oder? Ja, ich mache meine Erasmus hier. Ich studiere hier gerade. Okay, nice. Das sind auch andere Erasmus-Studierende. Ja. Wohnst du auch in Marburg? Ja, genau. Also ich bin nicht aus Marburg, ich studiere nur da. Ich bin, okay. Ich bin aus dem Westerwald eigentlich. Ja, da komme ich ursprünglich her. Alle aus Greifenstein. Aus Altenkirchen. Also auch witzig. Ja, und wir haben auch gerade andere Erasmus-Studierende zufällig auch getroffen aus Spanien. Die sind auch hier. Das war auch super, dass wir genau zur selben Zeit auch hier gerade sind. The place to be. So klein ist die Welt. Ja, wirklich. Wie lange fahrt ihr, seid ihr noch unterwegs? Unbegrenzt. Also wir sind seit 3 Jahren unterwegs und fahren unbegrenzt durch die Gegend. Super. Cool. Ja, und dann jetzt zum See, weil der See ist ja da. Ich laufe da jetzt nicht durch den Tunnel da zu dem See. Wieso nicht? Kathi, warum soll ich das tun? Weil wir schöne Aufnahmen haben wollen. Dann nimm die GoPro mit und viel Spaß. Ich kann, wie soll ich da jetzt schwimmen? Ja, gar nicht. Alter, hier siehst du einfach nichts. Einfach nichts. Guck mal, das ist der See. Ja. Und da sind die Parkplätze. Ja. Und wir sind jetzt hier. Also wir haben wie weit das ist? Aber wenn wir schon hier sind, müssen wir hin. Können wir erst was frühstücken? Machen wir selber Frühstück oder da Frühstück? Nee, ich will nicht da frühstücken. Dann mache ich selber. Dann lasse ich mich hier oben auf dem Baleersee abzocken. So, hat Kasperle erstmal das Auto angemacht. Abgang! Abgang! Warte, ich muss mich anders dahin parken. Also, Frühstück bei Kathi im Auto. Wieso? Erstmal haben wir kein Leid. Ja, dann kannst du mit Sicherheit auch mit Euro bezahlen. Hm? Denke ich mal. Würde ich vermuten. Aber halt das Dreifache. Und da wir geizig sind, nee, da ich geizig bin. Ich kaufe mir bestimmt was zu essen. Ich finde es schade, dass man so zu dem See sonst nicht kommt. Ja, ich finde es schade, dass so viel los ist. Aber weißt du, was cool ist? Wir haben unser Zuhause immer dabei und wir können immer uns selber was zu essen machen oder eine Heizung anmachen und uns gemütlich machen. Ich stehe ein bisschen schief. Ein bisschen. Das ist natürlich vegane Wurst. Wie der vegane Aufstrich, der sich lange hält. Hast du jetzt welche? Den. Nee. Alter, hier ist so viel Nebel drin. Bald mein, dann alles steamt. Das wollte ich damit nicht sagen. Oho, sogar
Haufen Keramikteller. Oh, guck mal, mit Liebe auf den Teller geschmissen. Ja. Es ist alles ein bisschen eng. Weil ich hier sitze, oder was? Und beschwer dich nicht. Nee, es ist generell alles ein bisschen enger. Nimm mir die Tür nicht auf, haben kannst und beide Hunde drin. Ich verstehe. Die Nachbarn haben heute gesagt, also die haben sich echt gewundert, wie die ganzen Hunde da reinpassen. Und wie das funktioniert. Ich sag, naja, die Hunde kennen sich ja auch gar nicht anders. Davon mal abgesehen. Hm. Das muss funktionieren. Ja, kann sich manch einer eine Scheibe dran abschneiden an dieser klassischen Rollenverteilung hier. Aber sowas lernt man nur in Russland. Blut. Komm im Winter. Willst du dich hinsetzen? Ja, ich setz mich bei Mucke. Das geht. Das geht schon. Und danke fürs Frühstück. Bitteschön. Bis jetzt war aber noch kein Schild, Vorsicht Bären. Ich habe gedacht, das kommt danach. I don't know. Es saß noch keine Bären am Straßenrand. Ja, wahrscheinlich nicht. Kommt aber bestimmt noch. Die wissen auch, wann Wochenende ist. Die trommeln die Familie zusammen. Hast du dich umgezogen? Ich habe mich ein bisschen umgezogen. Eine wärmere Hose, ein Schal. Eine wärmere Jacke. Meine Weste. Jetzt geht's durch den Tunnel. Ab durch den Tunnel. Ist der mega laut. Was? Der mega laut. Der sicherste Weg im Leben. Des Tunnels muss Licht sein. Genau das.